Ja, hi und willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute mit dem Mercedes SK und dem Krone Megaliner unterwegs. Ich dachte mir, ich guck mal, ob der da irgendwie drauf passt. Hundertprozentig passt es nicht, das zeige ich euch auch gleich nochmal. Insgesamt müsste die Maschine noch einen kleinen Tick tiefer, aber hier mit den kleinen Reifen passt es vom Gesamtbild her. Auf jeden Fall kann man da so ganz gut mitfahren und sieht ordentlich aus. Oh, der hält aber. Der Skin ist nicht ganz klar, den habe ich selber erstellt, war auch gar nicht so leicht, da was zu finden. Den habe ich vom Original-LKW abfotografiert und hier auf dem Megaliner aufgebracht. Also der Auflieger, sage ich mal, ist ein ganz dankbarer Mod. Ich habe den letztens, ja, seit Ewigkeiten aktualisiert. Ansonsten reicht es immer, die Manifest verändern, eben die Version eintragen und dann lief der immer weiter. Ja, und jetzt, als das mit dem Stabler kam und mit der gelenkten Achse, da habe ich gedacht, komm, dann aktualisierst du den mal. Ja, und der Mercedes hier ist ja immer noch in der Beta. Der F2000 ist ja auch auf einem guten Weg von XPS. Haben die meisten von euch auch sicher gesehen. Kann man unter XPS Mods verfolgen und Mr. German Truck, der hält dann auch immer auf dem Laufenden. Hatte vorige Tage nochmal ein Video oder ein neues Bild davon gezeigt. Der F2000 scheint ja auch als Vierachser zu kommen. Ja, und bei dem Mercedes bin ich nach wie vor gespannt, was uns da noch erwartet. Aber vor der Final 141 wird da auch sicher nichts mehr passieren. Für die Silo-Auflieger, für den Mod, ich weiß gar nicht im Moment von wem der ist, da gibt es übrigens einen schönen Steinkühler, schöne Steinkühler-Lackierung dabei. Sieht sauber aus. Ja, und ich bin mit mir nach wie vor am Kämpfen, ob ich auf der 1,40 bleibe oder auf die 1,41 wechsle. Aber wenn ich meine ganzen Mods ansehe, die ich habe, ich denke nicht, dass die meisten davon angepasst werden. Und ich hatte ja letztens schon mal bei der experimentellen Beta bin ich ja schon mal rüber geswitcht. Und ja, das hat mich ein bisschen erschrocken, weil viele, viele Mods laufen nicht. Ja, muss man mal abwarten und sehen,
wie es dann wird. Macht mich wohl ein bisschen unruhig. Und schade ist auch einfach, weil man selber auch so viel Arbeit da und Zeit reingesteckt hat. Ja, wenn es dann eines Tages alles wieder nicht mehr läuft, ist es schon ärgerlich. Und man verliert doch echt die Lust, sich da noch irgendwie dran zu setzen. So wie dem bei dem NG. Da habe ich ja wirklich damals Stunden verbracht und Rundumleuchten mit eingebracht. Motorsound, Innengeräusche. Das war für die 1.39, dass er da drauf lief. Ja, wenn es dann alles wieder für die Katz war, ist schon traurig und ärgerlich. Bei den neuen LKWs ist es so, die sind natürlich echt toll, aber so richtig anfreunden und nur damit zu fahren, kann ich mich auch irgendwie nicht. Ja, und dann müssen wir abwarten, was die Zeit bringt. Mir fällt gerade selber auf, ich fahre wirklich oft nach Dortmund hin, aber das fand ich als Kind immer schon stark, wenn ich mit meinem Bruder zu den Brauereien war. Und später bin ich auch selber oft da noch gewesen, DAB Brauerei, Union, der gab es dann ja nicht mehr. Die anderen sind ja alle von der DAB übernommen worden. Ja, aber Dortmund fand ich immer zum Hinfahren, durchfahren, immer eine schöne Stadt. Ja, haben wir unser Ziel schon wieder erreicht. Noch mal einmal von außen gucken. Also der Auflieger ist wirklich top, ne? Mit der gelenkten Achse, dann mit dem Stapler dahinter. Der sieht mal richtig cool aus. Jetzt werde ich sofort noch mal kurz mit der Flycam rausgehen und dann können wir sehen, dass wir nicht ganz, ganz sauber auf Lied. So. Ja, da vorne müsste er noch, kann man oben am Bildrand sehen, ein paar Zentimeter tiefer. Aber insgesamt sieht er doch hübsch aus. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke, bis dahin. Tschüss.